Da komme ich noch nicht hinter. Nein, ich habe... Dann vielleicht oben. Irgendwo muss ich die hinlegen. Keine Chance, dass so viel habe ich. Dann auf die alten Fluchtbirne. Das war eigentlich kein Teil, aber man muss auch... In den Koffer? Eine für sofort und eine für... Wo war ja was? Im Kissen, okay. Im Fernrohr? Keine Chance, dass so... Keine Chance. Der Spruch geht mir jetzt schon auf den Keks. Der geht mir auf die Wasabi-Nuss. Da habe ich schon alles probiert. Wo kriege ich hier eine Falle her? Toni sagt, ich bin... Das ist einfach nur uns. Dabei warte ich schon seit Wochen. Mann. Boah, was für eine Plörre. Das hilft mir nicht. In der Spinte ist nichts mehr drinnen. Nö, in der Toilette auch nicht. Geht einmal gar nichts zum Verwenden. Hinter das Haus komme ich auch nicht. Der geht irgendwie nicht zum Aufknacken. Topf, Ofen, Sofa. Mehr ist wohl nicht, reicht ja. Die gute alte Schadjirk. Es wird jetzt schon wieder knifflig. Autsch, das ist... Ja, da soll Toni nochmal sagen, ich... Autsch! Verdammt, ja, auch direkt, dass die Herzplatte greift. Die Wasabi reinwerfen. Ich mag meine... Ist so ein... Ja, du mit deinem Dick. Boah, ich häng jetzt schon wieder. Aber wie könnte ich eine Falle legen? Put, put, put. Ich brauche... So, mal durchschauen. Dunkle Ecke, Kühlschranktür, Spüle. Da ist soweit nichts. Aber da auch nicht. Ofen habe ich schon. Versuch zu verwenden. Der hilft mir nichts weiter. Aufbrennen? Damit kriege ich die nie auf. Ach, du versuchst das ja gar nicht. Gib's zu. Ich hab... Und rausgehen tut er auch nicht. Mantel. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Kühlschrank. Ich würde gern irgendwo hinpacken, damit das Zeug so viel hat, damit ich die dann irgendwo fangen kann. Aber wohin ist die Frage? Ich kann die auch nicht so miteinander kombinieren. Ich mag keine Sch. Das Zeug so viel habe ich schon seit Jahren. Das ist jetzt die Frage. Wo kommt dieser Wasabi hin? Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ja, dann holen wir uns den Schlüssel, aber wir kommen nicht aus dem Haus raus. Ist natürlich ein Problem, aber es gibt nicht mehr zu verwenden, als ich schon gesehen habe. Das Waschbecken. Naheliegendsten wäre, dass man die irgendwo ins Waschbecken werfen kann oder so. Keine Chance. Das Zeug habe ich, so viel habe ich. Das klappt irgendwie nicht. Mach nur das leckere Kochwasser auf. Und das bringt mir gar nichts. Brauch alles, was irgendwas. Mir mein... Und dann hat... Ohne mich. Das ist die Kiste, die... Bevor er mich im... Ich will sie nicht öffnen. Ach, mach sie auf. Kann man pömpeln auch Ich habe nicht. Aufgegeben, die... Ich will sowieso gar nicht wissen. Da außen kann man auch nichts machen. Bei Edna könnte man jetzt aufschrauben. Wäre leichter. Alte Fluchtpläne, Koffer. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ach, Zahnbürsten sind überbewertet. Die braucht man nicht mehr. Aber da ist ja wirklich gar nichts. Gar nichts. Eine für sofort und eine für unterwegs.
Das war eigentlich kein Teil des Plans. Aber man muss auch improvisieren können. Ich kann euch jetzt schon warnen, ich werde ziemlich viel hängen. Wahrscheinlich. Auch wenn ich das Spiel schon mal gesehen habe. Aber seit ich neulich versucht habe, jetzt ist. Werde ich trotzdem genügend Probleme haben, bei diesem Spiel zurechtzukommen. Nein! Aha! Papier. Nein. Kann das aber gar nichts verwenden. Das jetzt mittlerweile schon mit allem probiert. Wie sie da immer so provokant aussieht. Die will mich provozieren. Ey, jetzt geh runter. Hallo? Danke. Ups. Das wollte ich gar nicht. Und für was die Kammer ist. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Kammer. Ich glaube, dass ich irgendwas mit der Kammer tun muss. Die Frage ist nur, was? Mal mit dem Pümpel ein bisschen probieren. Da gibt es leider Schade. Da gibt es Lasch. Da gibt es Lasch. Ach so! Ja, darauf kommen wir natürlich nicht. Mauseloch, kann ich da reinlegen? Das wäre ein super Köder, aber ohne. Und hier? Ah, eine Mausefalle. Perfekt. Na, geht doch. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Mache aus Mausefalle eine Zahnbürstenfalle. Put, 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 komm zu Papa. Hab sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Eigentlich ja komisch, wenn man schon seine Zahnbürste einfangen muss. Dann müssen die Zähne wohl sehr schlimm sein. Zahnbürste? Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Seitenschneider wäre wahrscheinlich zu offensichtlich. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Jetzt passt es. Früher oder später komme ich sicher noch drauf, dass ich den noch brauchen würde. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine illusianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. So, dann packen wir mal alles in die Kapsel rein. Koffer. Jetzt muss ich den Koffer nehmen. So, und wo? Da rein. Das Staufach. Ja, dann mach's halt auf. Da ist eine Batterie drin. So, und nun? Koffer. Rein. Na geht doch. Was tue ich mit der Batterie? Lieber nicht. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Keine Ahnung, wohin mit der Batterie. Dafür reicht das Das habe ich doch gerade erst da rausgeholt. Ist da noch irgendwann Platz? Den Sitz ausbauen. Kein Problem.
Mist, der ist ja festgeschraubt. Ach, Zungenkäse. Ich brauche wohl einen Schraubenschlüssel. Mal eben kombinieren mit dem Sitz. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Jetzt die Batterie da rein. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger... Boah, sei doch mal kreativ. Kann ich den jetzt irgendwo hinschmeißen? Wenzel. Reden wir mal mit Wenzel. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Lecker, unser Grundwasser. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Bist doch nicht mein Sidekick. Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Genau. Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Was passiert denn dann? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Diesmal wird es klappen. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Eben. Dann lass mich wieder arbeiten. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Eben, das stört mich nicht. Muss ich jetzt mal kalibrieren. Ich muss erst noch die Fluchtkappe. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. So, ich muss doch was kalibrieren. Wir haben hier eine Lunte. Das wird ein spektakulärer Abgang. Habe ich noch irgendwas zum Bauen? Keine Ahnung. Ich habe hier noch den Schraubenschlüssel. Kann ich da die Batterien?